Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und hallo an alle Kakerlakenliebhaber. Heute habe ich euch meinen besonderen Anruf mitgebracht. Und zwar gebe ich mich hier in diesem Gespräch als Frau aus. Dem Mitarbeiter aus diesem tollen Callcenter ist das natürlich nicht so wirklich aufgefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Hallo Frau Diaz, Sebastian Leroy am Apparat. Wie geht's Ihnen heute? Gut. Super, mir auch gut. Frau Diaz, ich bin der Kontomanager von Europäischer Haupt-Tradingzentrale. Ja, ich habe gerade die Anmeldung bekommen. Ich habe es vor 4 Tagen gemacht ungefähr. Erinnern Sie das? Ja. Tja, von der Europäischen Hauptplattform. Aha. Also, dass das absoluter Blödsinn ist, das ist ja, denke ich mal, von vornherein schon komplett logisch. Denn eine Hauptplattform, also sowas gibt es in der Form gar nicht. Denn was sind denn bitteschön denn alle anderen Plattformen? Also das macht ja schon mal gar keinen Sinn. Und dann hört man hier gleich zu Beginn, dass es da schon wieder eine halbe Party im Hintergrund gibt. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Da wurde gerade wieder jemand beschissen um sein Geld. Ganz gut. In diesen 4 Tagen, wir versuchen vielmals ihn zu erreichen, aber ohne Feuer, ja? Ja. Und jetzt freut mich sehr, dass Sie erreichbar sind. Okay? Ja. Frau Diaz, wir haben einfach einige Dinge über Ihre Anmeldung und über Ihre Registration zu erledigen. Ja, und die lauter Krach- und Störgeräusche, die ihr hier im Hintergrund hört, die haben ja den Betrüger auch scheinbar gar nicht interessiert. Selbst das Pferdejaulen nicht. Die habe ich hier natürlich mal eingespielt. War ein Wunsch von euch in den Kommentaren, die Betrüger mal so ein bisschen mit Geräuschen zu nerven. Und das haben wir hier getan in diesem Video. Mein Beruf ist einfach, Ihnen alles erklären und Ihr Handelskonto vollständig aktivieren, okay? Frau Diaz, erstmals muss ich Ihnen fragen. Haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Ja. Was bedeutet ja? Haben Sie Erfahrung oder nein? Das Letzte. Sie haben keine Erfahrung, das bedeutet. Ja. Okay. Claudius, dann werden wir für Sie ein Anfängerkonto öffnen. Und was das bedeutet, ja? In ein Anfängerkonto haben Sie ein automatisiertes Programmsoftware, die macht mathematische und algorithmische Analyse und einfach handelt selber, ja? Und dieses Roboter einfach macht alles statt Ihnen. Kauft und verkauft selber. Wenn etwas Preis wird gesunken, es kauft selber. Und wenn wieder gestiegen ist, es verkauft auch selber. Ja, und da geht die Geschichte wieder weiter von dem tollen automatischen Trading-Programm. Dass das nicht so toll sein kann, das ist uns, denke ich mal, alle klar. Und dass es das Programm bei dieser Firma höchstwahrscheinlich gar nicht gibt, das ist, denke ich mal, auch klar. Aber naja, was ganz besonders auffällig ist, die Callcenter, die freuen sich jedes Mal, wenn man sagt, man hätte damit noch überhaupt gar keine Erfahrung. Denn da ist man dann leichte Beute, weil sie denken, dass noch niemand angerufen hat und man bei diesem Thema völlig blauäugig irgendwie an das ganze Thema rangeht. Ja, und diese Unterscheidung ist ihre Verdienung. Zum Beispiel, Facebook-Preis zum Beispiel, gestern war mit 20% gesunken, dann unsere automatisiertes Programmsoftware kauft diese Aktien und heute, wenn es mit 25% wieder gestiegen ist, es verkauft, ja? Und diese Unterscheidung ist einfach ihre Verdienung. Zum Beispiel, es war 300 oder 500 Euro. Ja. Haben Sie verstanden? Nee. Frau Diaz, also ich verstehe, dass Sie haben keine genügende Erfahrung, dieses Roboter zu kontrollieren. Das braucht einfach einige Wissenschaft, ja? Und genau deswegen. Frau Diaz, ich möchte Ihnen einfach gratulieren. Sie sind in einem großes VIP-Projekt angemeldet und bekommen Sie noch ein eigenes Privatexpert. Haben Sie verstanden? Einen eigenen Expert. Eigenen Expert, genau. Sie hätten Ihr eigenes Expert und was macht und wer ist dieses Expert, ja? Und auch hier werden wieder lauter schöne Sachen erzählt, die sich nur schön anhören sollen, aber dann nachher überhaupt gar nicht in die Tat umgesetzt werden, weil sie einfach nicht existieren. Denn
Tja, tolles Callcenter, exklusiv, nur für Sie und so weiter. Das ist natürlich das übliche Geschwafel, das man nicht nur bei illegalen Callcentern hört, sondern leider auch bei legal arbeitenden. Tja, man verkauft sein Produkt natürlich immer möglichst gut, auch wenn es das dann nachher am Ende irgendwie nicht ist. Das ist der Mensch mit riesiger Erfahrung in diesem Bereich, mindestens 9- oder 10-jährige Erfahrung. Sie werden zwischenzeitliche Anrufe bekommen von diesem Mensch. Werden Sie wissen, wann sollen Sie etwas kaufen, wann sollen Sie etwas verkaufen, welche Strategie ist momentan besser und welche Kryptowährungen oder Aktien bringt mehr und mehr Geld. Haben Sie verstanden? Bisschen. Das klingelt sehr gut, ja? Frau Diaz, außerdem das. Und ich muss auch sagen, dass mit diesen zwei Kombinationen, mit Privatexpert und mit Business Roboter, haben Sie riesige Möglichkeit, einfach sehr, sehr gut zu verdienen, sehr gute Wissenschaft zu gewinnen und auch sehr gute Erfahrungen zu sammeln. Oh, toll. Ja? Ja. Haben Sie verstanden, ja? Das klingt toll. Okay, ganz gut. Ja, entzückend. Hau dir jetzt. Jetzt für dieses Expert und für dieses Roboter brauchen wir Ihr Konto aktivieren. Ja, dann kriegen Sie auf dem Finanzmarkt offiziell Status und dieses Privatexpert und dieses Roboter werden mit Ihrem Handelskonto handeln anfangen und Sie bekommen Ihre erste Profite ja, mit Ihres Bank. Ja. Und das ist einfach sehr gute Sache. Aber erstmals müssen wir Ihr Konto aktivieren und dafür brauchen wir Anfangskapital. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Nee. Frau Diaz. Was denn? Frau Diaz, erstmals müssen wir aktivieren, ja? Und für die Aktivierung brauchen wir Anfangskapital. Jetzt haben Sie einfach eine Möglichkeit, ich dachte, für die Aktivierung, zu auswählen. Aber ich dachte, ja. Für die Aktivierung nimmt man doch einen Actimel, weil der aktiviert doch Aktikräfte. Was meinen Sie? Na, ein Actimel. Frau Diaz, auf dem Finanzmarkt sind Sie jetzt inaktiv. Ja, Sie haben nur eine Anmeldung gemacht. Ja. Und für den Handlungsprozess brauchen Sie jetzt Aktivierung. Ja? Mit Actimel. Genau, ja, ja. Genau das machen wir jetzt. Ich bin der Kontomanager und mein Beruf ist einfach, Ihre Handelskonto vollständig ohne Fehler zu aktivieren und Ihnen alle weitere Informationen zu geben und alles erklären, was Sie interessieren, okay? Prima. Frau Diaz, ich sagte, dass Sie können von 250 bis 1000 Euro jede Summe auswählen und damit Handlungsprozesse anfangen. Prima. Ja. Und 250 ist unser Mindestbetrag, weniger ist technisch unmöglich, ganz einfach. Und genau, ich denke, dass das ist die entsprechende Summe für Ihnen, ja, weil Sie haben keine Erfahrung und Sie müssen am Anfang nicht riskieren. Ja. Ja? Erstmals werden Sie einfach ausprobieren, Erfahrungen und Wissenschaft sammeln und dann Sie weiter investieren möchten. Es ist Ihres Wunsch. Also das typische standardmäßige Blabla hat er ja wieder drauf. Tja. Lauter Scheiße aneinandergereiht, was nichts irgendwie halbwegs Sinn ergibt und eigentlich eher an verrückte und verwirrte Personen erinnert. Tja, aber das Ganze soll den Kunden natürlich auch irgendwie verwirren, dass das sich möglichst intelligent anhört und der Kunde sich so fühlt, als hätte er gar keine Ahnung davon und lässt sich so belabern. Ich gehe mal davon aus, dass das wohl der Hauptgrund für das Ganze sein muss. Wenn euch das Video gefällt, denkt übrigens an den Daumen nach oben und schreibt gerne auch in die Kommentare, was ihr über diesen tollen Callcenter-Agent denkt. Ja, Frau Diaz, welches Zahlungsmethode benutzen Sie normalerweise? Meistens benutze ich dafür meinen Mann. Sie haben kein Bankkonto oder Kreditkarten oder was meinen Sie? Na, Sie haben doch gefragt, welche Bezahlungsmethode ich sonst benutze. Da benutze ich meistens meinen Mann. Okay, das habe ich verstanden. Okay, das bedeutet, diese 250 Euro hat Ihres Mann, ja? Ja, dem nehmen wir das einfach weg. Okay, kann ich mit Ihres Mann reden? Ist er da?
Einen Moment. Hartmut? Komm mal schnell, Hartmut. Ja? Ja, und so wirklich meine Stimme verändert habe ich hier jetzt auch nicht. Allerdings gleich vorneweg ein paar kleine, komische Sachen von mir. Ignoriert die einfach. Die dienen nur, um den Callcenter-Mitarbeiter noch mehr zu verwirren. Denn ich gehe hier mit meiner tollen, netten Frau nicht so nett um, wie ich mit ihr spreche. Also über sie spreche. Bitteschön? Sind Sie Herr Diaz, ja? Ja, Hartmut. Okay, ganz gut. Herr Diaz, mit dieser Telefonnummer, mit der Name Milton Diaz ist in unserem System eine Anmeldung bekommen. Ja, das zeigt, dass Sie möchten mit Onlinehandel mehr Geld verdienen und ich bin der Kontomanager von dieser Firma und versuche Ihnen alles zu erklären und Ihre Handelskonto vollständig aktivieren. Na, ja? Aber ich will doch gar nicht so ein Handelskonto, das will doch meine Olle. Wie bitte? Das will doch meine Olle, nicht ich. Okay, und Ihr Öl braucht 250 Euro jetzt. Ja, weil es ist eine ganz gute Möglichkeit, immer mehr und mehr Geld zu verdienen. Ja, weil 250 Euro will die Olle schon wieder ausgeben. Herr Diaz, ich denke, dass Sie verstehen jetzt, mit was haben Sie jetzt zu tun? Um was haben Sie jetzt zu tun? Ja, es ist Finanzbörse. Aha. Hier verdient man das Geld. Seit wann kann die Olle mit der Börse? Wie bitte? Seit wann kann die Olle mit der Börse umgehen? Können Sie mehr lauter reden und mehr deutlicher reden, was Sie... Na, ich habe gefragt, seit wann die Olle da bei euch an der Börse ist? Ja, es ist europäische Finanzbörse. Aha. Und was haben wir damit zu tun? Ja, mit dieses Telefonnummer, mit diesem Name ist eine Anmeldung gekommen in unser System, dass Sie möchten immer mehr und mehr Geld verdienen. Na, das war dann meine Olle. Wollen Sie mit meiner Olle sprechen? Herr Diaz. Ja, soll ich meine Olle nochmal holen? Nein. Nicht. Ich wiederhole jetzt. Ja. Sie und Ihre Frau haben jetzt sehr, sehr großes Möglichkeit. Ja, sehr, sehr großes Möglichkeit, möglichst viel Kohle zu verlieren, denn mehr steckt da gar nicht dahinter. Vor allem finde ich es hier besonders skrupellos, dass wie der hier vorgeht, den interessiert es überhaupt gar nicht, dass hier irgendwo auch kein Einverständnis dazu herrscht, Geld auszugeben. Das ist schon irgendwo bedenklich, ne? Und er versucht da tatsächlich, sein illegales Geschäft hier irgendwie noch in den Himmel zu heben und erklärt jetzt die ganze Scheiße nochmal von vorne. Naja, dann lassen wir mal seine Zeit verplempern. Ihren finanziellen Zustand zu verbessern. Aha. Ja, weil Ihre Frau ist in unserem System mit einem sehr großes VIP-Projekt angemeldet. Damit hätten Sie Ihr eigenes Privatexpert, auch ein automatisiertes Programmsoftware. Dieses Expert und dieses Roboter machen einfach alles für sich, arbeiten für sich. Und Sie hätten gar kein Problem auf dem Finanzmarkt beim Handlungsprozess, weil ich weiß, dass Sie haben keine Erfahrung davon und Sie werden sehr, sehr gut verdienen, Sie werden sehr gute wissenschaftliche Erfahrungen sammeln und was muss ich noch sagen? Ja, und Herr Diaz, Sie müssen jetzt einfach progressiv nachdenken darüber, ja, weil solche Gelegenheiten, man hat nur ein oder zweimal in dem Leben und ich denke, dass Sie haben erstmals es nicht benutzt. Ja, und einfach, ich hätte sehr viele Kunden, die auch zweifeln am Anfang, aber nach einem Monat, nach zwei Monaten werden Sie ganz anders denken. Sagen Sie mir jetzt, ja, was für eine Unterhaltung haben Sie mit Finanzbörse, ja, was wissen Sie, was für eine Erfahrungen haben Sie? Gar keine. Das macht alles auch meine keine. Rolle. Ja, genau deswegen sage ich, Herr Diaz, dass Sie wissen einfach nicht, mit was haben Sie zu tun. Ja.
Genau, und das ist auch das Hauptproblem an der Börse. Mal davon abgesehen, dass ihr hier sowieso nicht an der Börse handeln werdet, sondern ihr hier irgendeine tolle Geschichte vorgespielt bekommt, dass man so tut, als würde man für euch handeln. Das Problem ist aber allerdings, sollte man da wirklich handeln, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Betrügerplattform, wo man wirklich ein paar Knöpfe drücken kann. Das Problem ist, dass man damit sein Geld eigentlich nur schreddern kann, wenn man sich nicht auskennt. Denn Börse ist hochspekulativ und da sollten grundsätzlich nur Leute dran spekulieren, die da auch ein bisschen Ahnung von haben und grundsätzlich ja genau wissen, wie das funktioniert. Ansonsten ist die Kohle, die ihr da reinsteckt, so oder so weg, bei einem Betrüger oder nicht. Ich meine, bei einem Betrüger ist die Kohle sofort weg, aber wenn ihr selber an der Börse rumspielt und habt davon überhaupt gar keine Ahnung, ja, dann ist die Kohle halt auch wirklich einfach verschwendetes Geld. Das kann man dann auch lassen. Wie große Möglichkeiten haben Sie? Haben Sie etwas über Bitcoin gehört? Nee, was ist das? Ja oder nein? Nee. Okay, Bitcoin ist einfach eine neue Kryptowährung, ja, von 2011. Damals kostete diese Kryptowährung weniger als 1 Cent. Ja, Sie können es im Internet auch suchen. Aber heute dieses Bitcoin, niemals wusste darüber, ja, damals. Aber heute, Bitcoin ist fast in allen Ländern und fast in allen Städten ein offizielles Bezahlungssystem, ja, und heute ein Bitcoin kostet mehr als 50.000 US-Dollar. Also mal davon abgesehen, dass das mit den 50.000 US-Dollar schon lange vorbei ist, ist Kryptowährung also definitiv nirgends ein offizielles Zahlungsmittel. Das gibt es, bei dem einen oder anderen Shop kann man es benutzen, aber so richtig in der breiten Masse und im Mainstream ist das auf gar keinen Fall angekommen. Also man kann bei dem einen oder anderen Shop, und es gibt auch tatsächlich Cafés, wo man schon mit Bitcoins bezahlen kann, weil Bitcoin ist so die einzige Kryptowährung, die sich so ein bisschen etabliert hat. Alle anderen sind eher so als Spielerei anzusehen. Und ja, da gibt es auch welche, die funktionieren. Und es gibt auch welche, die sind wirklich absoluter Bullshit, weil es gibt halt etliche Zehntausende verschiedene Kryptowährungen. Alleine das sagt ja schon aus, dass, naja, das dient nur zum Geldscheffeln und Geld verlieren. Also der eine macht Gewinn, der andere macht Verlust. Und wer da Gewinne machen soll, das ist, denke ich mal, auch logisch. Nicht ihr. Also definitiv nicht ihr, die da das Geld reinstecken. Das Kryptowährungssystem ist halt leider auch so eine Geldmaschine für Leute, die eh schon reich sind und so ein System auf den Markt schmeißen und eine Kryptowährung entwickeln, um dann eben damit noch mehr Geld zu scheffeln. Weil die Bitcoins, die ihr kauft, naja, da bezahlt ihr als allererstes erstmal den Inhaber. Also bei vielen. Bei Kryptowährungen, jede funktioniert ein bisschen anders. Das ist halt auch das Undurchsichtige an der ganzen Geschichte. Wir können es auch im Internet schauen, ja? Und vorstellen Sie jetzt bitte, wenn Sie in 2011 mit 1 Dollar oder mit 10 Dollar Bitcoin gekauft hätten, wie viel Geld hätten Sie heute? Sie würden heute ein Millionär, ja? Weiß ich nicht. Ich dachte immer, das machen nur Kriminelle. Wie bitte? Ich dachte, sowas benutzen nur Kriminelle. So mit Bitcoin. Da hört man doch im Fernsehen immer, dass man da im Darknet was mitkauft. Ja, so Waffen und Drogen und Nutten. Und ja, genau so ist es tatsächlich. Die Kryptowährung Bitcoin ist ja die erste auf dem Markt. Und diese Kryptowährung wurde auch in den ersten Jahren, in den vielen, vielen ersten Jahren, nur im Darknet benutzt. Das heißt, bei schmuddeligen Geschäften, also Drogen und was es da sonst noch so alles gibt. Teilweise auch Menschenhandel. Das ist halt die Kehrtwende von Kryptowährung, da man Kryptogeld nicht so einfach nachvollziehen bzw. gar nicht mehr nachvollziehen kann, wo es hingegangen ist und an wen es überwiesen wurde. Spätestens bei der Auszahlung könnte es sein, aber habt ihr das Kryptogeld in verschiedenen Wallets hin und her geschoben, dann kann man auch das gar nicht mehr nachvollziehen. Und das geht halt mit einer Kryptotauschbörse wunderbar einfach. Da hat man, also da muss man nicht mal große Kenntnisse für haben. Mittlerweile ist Bitcoin nicht mehr nur das illegale Geld, was man irgendwo für komische, unseriöse Sachen benutzt. Wie gesagt, ich habe es ja schon erzählt, in so Cafés und Bars kann es schon mal sein, dass es das ein oder andere Café gibt, wo man auch mit Bitcoin bezahlen kann. Und es gibt auch, ich glaube, Tesla akzeptiert tatsächlich mittlerweile auch Bitcoin. Ja, aber naja, der Kurs, der schwankt da natürlich riesengroß hin und her. Ne? Also wir hatten vor kurzem 60.000, dann ist es wieder abgefallen auf 30.000 und naja, es geht immer hoch und runter. Man weiß dann eigentlich nie, wie viel Wert man da in seinem Portemonnaie hat. Nein, Herr Diaz, mit Bitcoin im 21. Jahrhundert kann man alles kaufen. Ein Auto, ein neues Klamotten, ein neues Haus
oder Haus renovieren, Sie können einfach mit Bitcoin alles machen. Es ist offizielles Bezahlungssystem schon, in Deutschland auch, ja, bei uns. Kann ich damit auch Nutten kaufen? Was? Kann ich damit auch Nutten bezahlen? Alles. Okay. Alles. Ja, auch Lohn. Ja, und auch Stromkosten bezahlen und Rechnungen bezahlen auch. Ja, weil es ist einfach wie ein Online-Geld. Und das ist komplett gelogen. Also Strom damit zu bezahlen, ich kenne persönlich nicht einen einzigen Stromanbieter, der die Zahlungsmethode Bitcoin akzeptiert. Und natürlich kann man da sicherlich in dem einen oder anderen Shop damit auch Klamotten kaufen, aber grundsätzlich lautet die Antwort darauf, nein, auch gelogen. Weil, naja, die wenigsten Online-Shops haben verhältnismäßig die Möglichkeit, mit Bitcoin zu bezahlen, wo man dann eben auch Klamotten bezahlen kann. Und in normalen Geschäften im Einzelhandel, wo also Geschäfte, die ihr noch besuchen könnt, sofern das möglich ist, die nehmen schon gar keine Kryptowährung. Also die haben damit auch nicht mal ansatzweise was zu tun und geschweige denn, dass da mal ansatzweise jemand irgendwie erzählt hätte, dass man das mal ändern möchte in der Zukunft. Da glaube ich dementsprechend auch noch nicht dran. Wenn Sie einfach Ihr eigenes Geld zum Beispiel auf die Online-Bank hätten, das arbeitet so. Ja, aber das ist ein Daten, die anonym sind und ihre eigenes Preis hat. Ja, und dieser Preis immer steigt und steigt und steigt. Und das ist eine gute Zeit, Bitcoin zu kaufen und damit zu investieren. Und auch das stimmt auf gar keinen Fall. Denn der Bitcoin, der steigt und steigt und steigt nicht nur. Der Bitcoin fällt auch zwischendurch wieder. Hatte ich ja auch schon kurz angerissen. Die Bitcoin war bei über 60.000 Euro pro Bitcoin. Und die Geschichte ist schon lange wieder vorbei. Der Kurs ist richtig in den Keller gerauscht. Dann ging er mal wieder hoch und dann ist er wieder in den Keller gerauscht. Also mittlerweile ist der Bitcoin verhältnismäßig extrem unstabil. Und einen dauerhaften Preisanstieg kann man jetzt so erstmal gar nicht sagen. Natürlich kann das alles sein. Die Börse ist halt immer, naja, man weiß nie, was passiert. Ja, aber naja, das vergessen die auch so ein bisschen zu erzählen bei ihrer schönen Geschichte hier. Ja, weil als ich gesagt habe, in 2011, wenn es entdeckt war, dieses Bitcoin kostete weniger als 1 Cent. Ein Bitcoin kostete weniger als 1 Cent. Aber in diesen Jahren ist Interesse immer und immer gestiegen über Bitcoin. Damit könnte man einfach ein neues Klamotten, ein neues Auto oder etwas, was Sie möchten, alles kaufen. Und genau deswegen, weil die Interesse ist gestiegen, Preis ist auch gestiegen. Ja? Und heute Bitcoin kostet ein Bitcoin mehr als 50.000 US-Dollar. Aber so viel Geld haben wir nicht. Wie bitte? So viel Geld haben wir nicht. Die Olle shoppt ja immer so viele. Was ist die Olle Hop? Können Sie mir das erklären, weil ich verstehe es nicht. Na, die Schlampe, mit der Sie vorhin gesprochen haben. Die hier immer mein Geld nimmt. Ja, Herr Diaz, mit Bitcoin können Sie auch eine Schlampe kaufen, ja? Na, ich habe ja schon so eine Schlampe, die ich hier unterhalten muss. Ja, und ich muss auch sagen, dass wenn Sie einfach bei uns ein Konto aktivieren, mit Privatexpert und mit dieses automatisch Trading Software, Sie bekommen auch ein Schlampe für geschenkt, ja? Ja, okay. Okay, und dann sollen Sie nicht mehr Ihr eigenes Mutter ficken, okay? Nee, das ist ja eklig. Okay, ganz gut. Dann auf Wiederhören, Herr Diaz. Warum? Ich dachte, ich soll da irgendwas bezahlen jetzt. Naja, so wie es dann immer bei den Betrügern ist. Ganz zum Schluss zeigen sie dann ihr wahres Gesicht. Selbst wenn ich jetzt hier als erstes mit den schmutzigen Wörtern angefangen habe, ist es noch lange kein Grund, dass er das auch tun darf. Denn er ist letztendlich der seriöse Kundenberater, der mir hier irgendeinen schönen Blödsinn andrehen will. Tja, und so verraten sie sich dann am Ende doch immer selbst. Was will man davon noch halten? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Ciao, ciao.